She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zur 30. Episode der Manage to Glory und heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Heute wird es die Marktwertraketen der Länderspielpause geben. Freut euch auf jeden Fall drauf, wenn euch diese Art von Videos gefallen, weil ich muss ehrlich sagen, die kommen immer am besten an. Also die Videos, wo ich einfach Spieler vorstelle, die ihr kaufen solltet, ihr kleinen einfachen Leute hier, die kommen immer mega gut an. Von daher lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da, wenn euch das Ganze gefällt, wenn ich mehr solcher Videos bringen soll. Ja, Länderspielpause ist ein bisschen nervig. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, warum es eine Länderspielpause gibt. Ich habe aber noch nicht die Kommentare gelesen von gestern, bin ich ganz ehrlich. Da bin ich zeitlich nicht zugekommen. Ich war gestern nach dem Video direkt auf der Arbeit. Natürlich folgt mir noch auf Insta, Twitter, Spotify und so weiter. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Gerade Insta, da wird auch wieder viel Zusatzcontent kommen und ich habe auch einen kleinen Fragensticker gemacht. Wenn ihr das Video seht, könnt ihr gerne direkt auf Insta gehen und euch Videovorschläge für die Länderspielpause wünschen oder generell auch für die restliche Saison. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Wünsche, könnt ihr es mir gerne da in den Sticker reinposten. Ich habe mein Team schon so aufgestellt, wie ich in den nächsten Spieltag reingehe. Der Hype ist groß, Freunde. Ja, deswegen nicht wundern, warum ich einen Guardiol draußen habe und so weiter, einen Andrich nicht drin habe, einen Kampel nicht drin habe und so weiter, einen Adli nicht drin habe. Ich denke einfach, Leipzig spielt gegen Bayern, das ist auch relativ wichtig. Also als erstes Learning, das sage ich ja immer wieder für die Länderspielpause, guckt euch die Matchups an. Ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit, euer Team ein bisschen anzupassen, von daher direkt hier auf die Matchups gucken. Natürlich heißt das nicht, dass ihr sie verkaufen solltet, aber Leipziger und Dortmunder und Leverkusener, die werden nächsten Spieltag nicht allzu geil punkten, meiner Meinung nach. Ich denke, da wird Bayern aktuell nichts anbrennen lassen, aber das ist auch ein anderes Thema. Ich denke persönlich, dass das hier ein recht punktearmes Wochenende wird für die Leute, die sich keine Alternativen suchen, wenn sie eben Top-Vereine im Team haben. Ich persönlich werde All-In auf Bayern gehen und auf Dortmund hoffen. Wobei gegen Leverkusen eigentlich immer tausende Tore fallen. Generell gilt einfach, Leute, interessant sind auch noch Bochumer, die kann man sich auf jeden Fall zulegen. Ja, Union-Spieler sind vielleicht auch recht interessant in der aktuellen Augsburger Form. Wolfsburger vielleicht das erste Mal wieder in der gesamten Saison interessant. Da lohnt sich auf jeden Fall auf den Spielplan zu gucken. Und ja, deswegen, ich habe schon so ein bisschen Perspektive ich aufgestellt. Aber wie gesagt, das braucht euch jetzt noch nicht zu interessieren. Das wird dann erst nächste Woche interessant. Über was ich noch kurz reden wollte, bevor es dann eigentlich auch schon direkt losgeht mit dem Video, ist Ermedin Demirovic. Ihr werdet ihn auch später hören, so viel ist verraten. Ja, der Kollege wechselt nicht zu Hertha, wurde gerade als Meldung rausgegeben. Ich kann mal gucken, ob ich es noch offen habe. Nö, aber ist auch nicht so wichtig. Wechselt nicht zu Hertha, bleibt bei Freiburg und Christian Streich hat ja echt lobende Worte über den Kollegen verloren, was mich natürlich riesig freut. Ihr wisst, Demirovic, richtige Vereinslegende, ihr seht ihn auch da oben, jetzt habe ich es mal richtig gezeigt, da oben hängen als Vereinslegende. Ja, freut mich einfach, dass er bei Freiburg bleibt und ich hoffe so sehr, dass er sich durchsetzt, dass ich ihn auch einfach wirklich mal einige Spiele ernsthaft aufstellen kann. Das wäre einfach nur absolut überragend. Das wollte ich auf jeden Fall noch mitgeteilt haben und ja, ich würde sagen, dann können wir eigentlich direkt reingehen in das Team. Wir haben das Ganze so vorgestellt, jetzt muss ich gucken, ich muss, glaube ich, das Team einmal kurz rauslöschen. Kleinen Moment. So, haben wir das Ganze rausgelöscht. Wie gesagt, ich werde euch eine Elf vorstellen. Wir werden das Ganze im 4-4-2 spielen, das können wir schon mal rumswitchen. Die meiner Meinung nach eigentlich so die Transfer-Targets über die Landry-Pause sind, die man jetzt kaufen sollte. Ein paar werden dabei sein, die rein marktwerttechnisch interessant sind. Ich habe aber wirklich geguckt, dass ich bei jedem auch ein gewisses Potenzial sehe. Warum sage ich das Ganze extra nochmal dabei? Wenn ihr einfach nur traden wollt, dann sind meine Empfehlungen relativ hinfällig, weil ihr könnt wirklich alles kaufen, was steigt. Ich sage immer wieder, das, was in der Länderspielpause steigt, steigt über die komplette Länderspielpause oder zumindest mal eine Woche oder einen 10-Tage-Zyklus ungefähr. Die Spieler steigen so oder so, egal ob sie gut gespielt haben. Zum bestes Beispiel dieser Lucas Ribeiro von Hoffenheim hatte überhaupt nichts mit der Bundesliga zu tun, kam wieder in die App und ist plötzlich auf 2-3 Millionen gestiegen. Also Marktwerte sind immer so ein bisschen Hype-Objekt und haben jetzt nicht unbedingt was mit der Leistung des Spielers zu tun. Also klar, der Marktwert reflektiert meistens auch die Leistung des Spielers, aber in vielen Fällen halt eben auch nicht. Deswegen kauft einfach alles, was steigt. Meine Spieler, die ich euch heute empfehle, sind wirklich dann auch mit einem gewissen Zukunftsblick. Wenn ihr einfach nur wirklich traden wollt, geht ihr hier unten auf mehr. Dann geht ihr auf Kickbase, dann geht ihr auf Marktwertgewinner und dann könnt ihr alles kaufen, was ihr hier seht. Wirklich alles. Egal, was hier auch nur minimal steigt. Buttert da drauf. Ja, nutzt euren Kader aus, nutzt euer Geld aus und so weiter. Kauft wirklich ohne Ende.
Wie gesagt, meine Spieler gehen schon nochmal so ein bisschen mehr in die Richtung, dass sie euch auch für die Zukunft nochmal gute Punkte liefern können und nicht nur ein reines Marktwertobjekt sind. Wir fangen auch direkt an im Tor mit dem guten Stefan Ortega. Kostet 11 Millionen. Wie ihr wisst ja, ich habe immer noch diesen Bug hier. Ich habe auch Kickbase mal angeschrieben. Kam bisher noch keine Lösung. Ich weiß nicht, seit ich mein Android geupdatet habe, leider Android-Benutzer hier, die armen Studenten hier, habe ich irgendwie mega Performance-Probleme mit der App. Also wundert euch nicht, wenn das Ganze nicht schön dargestellt ist. Ihr seht ja die Spieler, während ich sie reinmache. Da muss ja nicht der Spielername unten drunter stehen. Stefan Ortega am Tor, liegt einfach daran, Bielefeld findet aktuell wieder wirklich zu einer defensiven Konstanz. Und man sieht es ja auch an seinen Punkten hier jetzt in den letzten Spielen. Das ist wirklich überragend. Grüner Balken nach grüner Balken. Gerade so der Bereich hier ist wirklich super. Und ja, ich denke, Ortega sollte sich wieder Richtung einer der besseren oder besten Torhüter in der App etablieren. Von daher ist er für mich der Torwart, den man sich aktuell nehmen sollte, wenn man noch die freie Wahl oder Möglichkeit hat. Rechtsverteidiger. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie rum es richtig ist. Linksverteidiger, okay. Rechtsverteidiger ist der gute Linus Gechter von der Hertha. Ich weiß nicht, wie sein reeller Marktwert gerade ist. Hier in der Championship wird er noch mit 600.000 angezeigt. Ich denke, das wird auch noch ein bisschen hochgehen. Ich finde den erstens einer der konstantesten, wenn nicht sogar der konstanteste Innenverteidiger bei der Hertha. Und ja, ich kann mir einfach natürlich erstens große Marktwertsteigerung, klar. Zweitens aber kann ich mir auch gut vorstellen, dass er sich festspielt. Wir können auch mal gerade gerne gucken, was da Liga Insider dazu sagt. Können wir gerne einmal kurz drauf gehen, schauen uns das Ganze kurz an. Sie schlagen jetzt nicht in der Startelf vor, ist aber auch nicht so wild. Wahrscheinlich dann hier irgendwo als Alternative, hoffentlich sonst. Okay, egal, wir lassen es einfach so stehen. Dann hat er scheinbar keine Spielrelevanz. Ich persönlich, das ist ja meine persönliche Meinung, ich persönlich fand ihn einfach extrem stark. Ich finde auch, dass er, wie gesagt, für mich den gefestigsten Eindruck bei Hertha macht. Und ja, ich finde, er sollte einfach mehr spielen. Das ist mein persönlicher Take. Er wird aber auf jeden Fall steigen. Also selbst wenn jetzt meine Prognose, dass er nicht Richtung Startelf tendiert, nicht richtig ist, wird er trotzdem ohne Ende steigen und lohnt sich von daher auch auf jeden Fall. Zentraler Innenverteidiger Nummer 1. Ist der gute Hübner von der TSG 1899 Hoffenheim. Ich muss hier mal mein Mikrofon vorbeigucken, um das irgendwie einzutippen. Ja, ich kann euch gerne mal, für die Leute, die das noch nie getan haben, die Hübner-Punkte aus den letzten Jahren zeigen, vor seiner Verletzung. Wir haben die Saison 1920 mit einem 97er Average, auch bockstark. Davor hatten wir ein 109er Average, davor hatten wir ein 114er Average und davor ein 115er Average. Also ihr seht einfach 92er Average. Das ist ein extrem, extrem konstanter, guter Spieler und ich glaube einfach, wenn Hoffenheim jetzt gerade in der Rückrunde nochmal ein Stückchen besser wird, er langsam seine Belastung immer mehr steigern wird. Ich habe den Typen damals echt häufig verfolgt und er ist wirklich eine absolute Konstante in der TSG-Abwehr. Dann wird es auch defensiv nochmal deutlich, deutlich besser werden bei Hoffenheim. Man muss aber fairerweise sagen, dass er das letzte Spiel vor, ich glaube, knapp 2 Jahren gemacht hat und jetzt halt hier einmal eingewechselt wurde. Der wird natürlich seine Zeit brauchen, um da anständig reinzukommen. Er hat jetzt nochmal 2 Wochen Pause, um sich nochmal ein bisschen besser vorzubereiten. Unterschätzt aber einfach nicht, was so eine riesige Pause mit einem Spieler ausmacht. Deswegen jetzt auch mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem mit knapp 4,5 Millionen ist er wirklich unschlagbar günstig. Da müsst ihr auf jeden Fall auch zuschlagen. Linker Innenverteidiger, jetzt muss ich gerade einmal umdenken, ist der gute Timo Hübers. 8,4 Millionen. Aktuell so die Kölner Konstante hinten drin. Ich habe ja gesagt, nach dem Chichos-Abgang sehe ich da gar keine Konstanz, aber muss man ehrlicherweise sagen, hier Hübers, der liefert ohne Ende. Jetzt unabhängig von dem Tor macht er wirklich sehr konstante, gute Punkte. Ein 96er Average in 8 Spielen ist auch bockstark. 8,4 Millionen, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Es kommen jetzt noch Gegner wie Leipzig, aber danach fängt ja auch wieder das leichtere, in Anführungszeichen, Programm der Köln an. Gerade in der Saisonendphase werden sich Köln nochmal extrem lohnen und ich sage es immer wieder, können Köln auch nochmal den Liga-Unterschied machen. Linksverteidiger ist der gute Michi Bakker. Ich spreche ihn so häufig an, ihr könnt ihn wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber er hat endlich mal wieder geliefert hier. Seit seinem Comeback hier, 17. Spieltag, okay, minus 11 geht besser. Dann 65 Punkte, 118 Punkte und jetzt 151 Punkte. Auch wenn es vielleicht punktetechnisch noch gar nicht so krass scheint, sind einfach, Michi Bakker ist ein Spieler-Prototyp für Kickbase.
relativ gute Rohpunkte, wenn er ins Spiel integriert wird. Noch dazu einfach einen extrem guten Offensivdrang. Das heißt, wenn er sich wirklich auch nur einigermaßen etabliert, wird der wirklich komplett durch die Decke gehen, was Punkte angeht. Das ist mein persönlicher Take und ja, für mich eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Rechtes Mittelfeld, wenn man es so nennen kann, ist der gute Wimmer. 10,3 Millionen, ja, wahrscheinlich so der Starman des 20. Spieltags, muss ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Rabona-Assist mit einem Eigentor, mit einem eigenen Tor dann auch noch, ist aktuell die Konstante in der Bielefelder Offensive zusammen mit Okugawa. Gibt es gar nicht viel zu sagen. Wie gesagt, Bielefeld ist aktuell so das Team der Stunde. Die werden alle relativ gut über die Länderspielpause steigen und von daher gerade in Wimmer als der Starspieler in der Mannschaft wird sich auf jeden Fall als Investment und auch als Spieler lohnen. Rechtes Mittelfeld ist der gute Robert Andrich. Auch hier 13,2 Millionen ist der einzige Spieler bei Leverkusen, der auf den Sechsern gesetzt ist. Macht noch dazu aktuell echt Top-Rohpunkte und ja, torgefährlich ohne Ende. Man muss nicht so viel zu ihm sagen. Wenn ihr den letzten Spieler verfolgt habt, der Typ hat es echt drauf. Und gerade auch für Kickbase ist das nochmal eine ganz geile Nummer. Von daher auch Robert Andrich für mich ein No-Brainer als Investment und natürlich auch als Spieler generell. Der zweite zentrale Mittelfeldspieler ist jemand, wo ich gar nicht mal so krass dran geglaubt habe. Es ist Coco Tolisso. Vor zwei Spielen habe ich noch gesagt, ich sehe den schon vor allen anderen, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn er mal einen Sabitzer spielt, wenn er mal einen Rocker spielt, wenn er mal Musiala spielt. Aber Tolisso zeigt wirklich, dass da wirklich die Kluft zwischen ihm und die eben drei genannten oder zwischen ihm und den eben drei genannten ist halt so immens groß. Da wird auch keiner auch nur annähernd ein Wörtchen mitreden zu haben, wenn es um den Stadionplatz geht, zumindest so lange wie Goretzka raus ist. Wobei gerade in so einer Form kann ich mir auch vorstellen, wenn es bei Goretzka dann wirklich noch nicht allzu rund läuft, dass ein Tolisso dann noch ein bisschen länger spielen wird. Das heißt, gerade für diese 12 Millionen, die er kostet ungefähr, 12,9 Millionen mittlerweile ein bisschen teurer wahrscheinlich, ist er unschlagbar gut. Also da müsst ihr auf jeden Fall auch drauf gehen. Linkes Mittelfeld ist so ein kleiner Gamble, kein großer Gamble, aber so ein kleiner Gamble. Es ist Amadou Haidara, kostet knapp 6 Millionen, ist zwar immer noch beim Afrika Cup, dürfte aber jetzt, glaube ich, zurückkehren, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es sollte dann auch wieder eine reelle Startelf-Option sein. Gerade wenn er zurück ist, sich auch einigermaßen wieder eingefunden hat, wird er meiner Meinung nach wieder zu 100% Startelf spielen. Und ihr merkt ja, Leipzig wird gerade besser. Er ist dann so ein Spieler, der jetzt gerade zurückkommt in vielen Ligen. Viele Leute werden ihn auch gar nicht auf dem Radar haben. Viele Leute werden einfach über den Transfermarkt durchlaufen lassen. Von daher, er wird sowieso steigen. Ich würde da schon ordentlich drüber gehen. Dann habt ihr für die restliche Rückrunde einen RB Leipzig Stammspieler für den Preis. Da kann man wirklich nichts verkehrt machen. Kommen wir noch zu den beiden Stürmern und ja, glaubt mir, Freunde, es erfüllt mich mit Stolz, euch diese zwei Spieler jetzt nennen zu können. Ich freue mich riesig drauf. Also, eben schon gespoilert, es ist der gute Demirovic und ich muss den anderen direkt hier reinpacken. Es ist natürlich the one and only Daniel Malen. Der Doppelsturm, wie gesagt, mein ganzer Stolz, meine Babys, ihr seht sie oben rechts an der Legendentafel, Daniel Malen, Demirovic, in einem Video, wo ich sie wirklich ernsthaft positiv empfehlen kann. Freunde, es ist Weihnachten und Geburtstag zusammen, ich sag's euch. Also, wir fangen mit Demirovic an. Wie gesagt, Wechsel zu Hertha geplatzt. Selbst wenn er zu Hertha gewechselt wäre, hätte er vielleicht Startelf gespielt, aber ich würde keinen Herthaner Stürmer empfehlen. Von daher wäre er für mich dann keine Empfehlung gewesen über die Länderspielpause. Jetzt bleibt er bei Freiburg. Christian Streich hat super positiv von ihm geredet und er wird noch dazu, steigt aktuell um knapp 500k jeden Tag. Also mit dem könnt ihr wirklich nichts verkehrt machen. Haut da auf jeden Fall drauf. Es ist so schön, das sagen zu können. Haut da wirklich ernsthaft drauf. Es ist ein Träumchen. Es ist ein absolutes Träumchen. Und dann natürlich mein Favorite-Spieler aktuell in der Bundesliga, Daniel Malen. Er ist mir so ans Herz gewachsen. Ich meine, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Ihr wisst das mittlerweile ganz genau. Ich habe mich so unfassbar gefreut, als er diese 3 in Anführungszeichen Assists gegen Hoffenheim geliefert hat. Er hat einfach gezeigt, was er kann. Es war schön zu sehen, dass dann alle Mitspieler direkt zu ihm gekommen sind, ihm auf die Schulter geklopft haben, stolz auf ihn waren, mit ihm gefeiert haben. Und du hast richtig gesehen, wie seine Brust immer größer wurde. Und ja, spätestens nach dem Spiel ist Stand jetzt natürlich, das kann sich immer wöchentlich ändern, Stand jetzt kein Weg an ihm in der Startelf vorbeizudenken. Man sieht auch so ein bisschen, dass Rose da immer sein taktisches System um ihn anpasst. Noch dazu kommt jetzt eine Erling Haaland-Verletzung. Also es gibt aktuell so viele Faktoren, die für einen Daniel Malen-Kauf sprechen. Und
Klar, in den großen Ligen wird er schon vergeben sein. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn ihr ihn noch bekommen könnt, auch in einem Trade mit einem Mid-Manager. Ich würde aktuell wirklich, ich meine, das liegt auch an mir, aber ich würde aktuell vieles geben, um Daniel Mahlen in meinem Team zu haben. Das ist doch ein wunderschönes Abschlusswort. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hat Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, lasst mich in den Kommentaren wissen, was für Videowünsche ihr noch habt oder schreibt es mir in den Insta-Sticker. Lasst mich auch gerne wissen, was ihr anders gemacht hättet, was eure Empfehlungen sind über die Landry-Pause. Würde mich, wie gesagt, sehr interessieren. Das war es dann von mir. Wir sehen uns Donnerstag in einem Video. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Ich glaube, ich habe in Planung, vielleicht eine kleine restliche Rückrunde Spieltags-Preview zu machen. Irgendwie sowas in dem Stil, wo ich so ein bisschen die Endprogramme der Teams analysiere und einfach sage, auf welche Spieler und Teams ich aktuell gehen würde. Das ist das die Videoplanung für Donnerstag. Freitag wird es dann auch nochmal ein Video geben und dann nächste Woche ist ja schon wieder quasi Bundesliga-Vorbereitungswoche. Das war's dann von mir. Wie gesagt, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann. Haut rein und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man.